This is Sunset City. Ja, und da hätten wir es dann geschafft, hier vors Mikrofon zu kommen. Ist das nicht schön? Insgesamt und tatsächlich Dennis Korolyssin, da hinten wie immer heute Hallo. Auch im Bild für alle Zuschauer, dann mal später mit der Zeitung unverkennbar, und Dietmar Sommerfeld bei der 185. Radioboutique. Ja, Themen sind wieder vielfältig in den letzten 2 Wochen gewesen. Nur Katastrophen. Wir wollten eigentlich nicht mehr über Katastrophen reden, sondern eigentlich nur noch über Nutopia. Aber dazu werden wir vielleicht auch noch Gelegenheit haben, damit uns das Thema nicht tatsächlich denn über Kopf steigt bei der heutigen Radioboutique. Die Radio Boutique. Und der Frühling hat uns wieder die Radioboutique eröffnet, jetzt bei wirklich wärmenden Sonnenschein, hätte ich schon beinahe gesagt. Gucken Sie doch mal nach draußen, wenn Sie insbesondere in Berlin wohnen. Es hat angefangen zu regnen, aber auch schön trotzdem. Wir haben alle Fenster hier aufgerissen, um ein bisschen Frühlingsluft nach dem halben Jahr mal auch hier reinzulassen. Wir werden uns heute um verschiedene Sachen kümmern, die so sich in der letzten Zeit, also insbesondere auch die letzten Tage ereignet haben. Da ist ja der eine oder andere gebeutelt. Heute haben wir Glück gehabt, dass wir hier angekommen sind vom Streik der Lokführer-Gewerkschaft GDL, die ja, glaube ich, die kleinere Gewerkschaft von, wie heißt denn die andere Gewerkschaft, die große? Die GDL? GDL ist die kleinere, die Lokführer unter sich hat, und da gibt es von der Bahn, ja, noch, es gibt noch eine Gewerkschaft, so sagen wir mal so. Was mit A? A. A? A? Ich da, hätte jetzt vermutet, da wäre was mit E. Edes? Verdes? Weiß ich, nee, Verdi, Verdi, ist, Verdi. Das ist wieder was anderes. Verdi? Das ist wieder komplett was anderes. Und ja, wir sind eigentlich nur noch von Streiks umgeben. Weißt du, ich will letzte Woche am Freitag war das gewesen, weiß ich nicht, zur Post einfach irgendwie, weißt du, so ein komisches eBay-Paket weggeben oder abholen, weiß ich nicht mehr. Und da hat der ganze Kasten zu groß, Streik. Ja? Das ist jetzt normal. Hatte ich ja auch diese Woche hier bei der Bahn 2 Tage. Ja, eben, überall. Du kommst nicht mehr voran, du kannst keine Pakete mehr auf den Weg bringen. Bei der Post ist ja noch das Schöne. Die haben ja dann anschließend einen Tag später noch dran geschrieben, da war nicht mehr Streik, da war Betriebsversammlung geschlossen. Das ist richtig, richtig lustig da. Und ja, das zum einen, wir können ja ein bisschen nachher philosophieren über den Streik als solchen und an sich. Zum zweiten. Welchen Streik? Ach, über alle. Über alle Streiks, ja. Und über was willst du noch hin? Wir arbeiten die nach und nach durch. Zum zweiten. Na, sag. Ja. Ach ja, warte mal. Streik und. Genau. Griechenland. Dort, ja, richtig. Die Griechen sind. Streik. Ach nee, Pleite. Ja. Pleite und Streik. Genau. Die Themen der heutigen Sendung im engeren und im allgemeineren Sinne. Pleitegeier und Streik. Genau. Wir sind pleite, wir sind insolvent. Richtig. Wir waren schon immer insolvent. Wir brauchen aber noch. Wir konnten es aufschieben. Wir haben quasi eine Blase erzeugt. So eine Finanzblase. Ja. Gut, falls Ihnen die Blase jetzt drückt. Jetzt sind wir nicht nur pleite, sondern jetzt sind wir auch noch hochverschuldet. Das auch noch. Nicht nur pleite, hochverschuldet. Falls Ihnen die Blase jetzt auch irgendwo drückt, können Sie nochmal ganz schnell aufs Töpfchen gehen. Wir spielen so lange. Das war hoffentlich nicht irgendwie jetzt von dir eine qualitative Bewertung meines Kommentars. Nein, oder? Natürlich nicht. Gut. Ne? Sonst aber hätte ich schon gedacht, jetzt wir haben New York hier the final round hier vorverlegt. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben Madonna jetzt und Living for Love. Living for Love, Madonna, ihre aktuelle Single-Auskopplung vom aktuellen Album sogar. Was man so zwischen den Musiktiteln Schönes rausfindet, wir haben heute rausgefunden, so mal ganz nebenbei, dass auch Boxen stattfindet. Heute Nacht. Und ja, aber richtig nachts. Anscheinend wird auf RTL live übertragen. Um, wann war es? 4 Uhr. 4:20 Uhr. Aber wir haben überlegt, um 7 p.m., also 7 Uhr abends in New York findet der Kampf statt oder beginnt. Wäre dann aber hier 1 Uhr. Wäre ja hier eigentlich 1 Uhr, aber ja. Wahrscheinlich
Ja. Das ist witzig. Ist vielleicht 1 Uhr die Vorberichterstattung und dann... Könnte sein, dass es eine Vorberichterstattung aber gibt. Aber 3 Stunden später wäre dann... Könnte auch sein, dass das versetzt ist, irgendwie aus rechtlichen Gründen. Das wäre dann 10 p.m.? Ne, glaube ich nicht. Ist ja, warte das mal. Ist ja dann Mist. Wir wissen ja gar nicht genau, wenn es um 7 Uhr abends ist in New York heute. Ja. Da müssen wir wie viele Stunden drauf musst du hier 6 Stunden drauf rechnen. Ja, sicher? 6 Stunden. Wir eilen den 6 Stunden voraus. Inzwischen auch wieder. Ne? Mhm. In beiden Zonen wurden die Zeiten jetzt gleich, also nicht gleichzeitig umgestellt, aber inzwischen laufen wieder beide gleich. Mhm. 6 Stunden auseinander. Woher weißt du das so genau? Weil ich hatte letztes Mal zum Beispiel Los Angeles eingegeben, es waren 9 Stunden Unterschied. Ja, Los Angeles, da liegen ja auch nochmal 4 Stunden dazwischen. Gut. Also ist ja Westküste. Na gut, ich konnte jetzt nur so schnell nicht nachgucken, aber ich sag mal 6 Stunden, wenn du das genau weißt, dann wären es also von 7 Uhr 6 drauf, dann wären wir ja bei 1 Uhr nachts. Kommt ja mit dem 4.20 Uhr der Angabe nicht hin. Nicht wirklich, nein. Gut, dann muss jetzt jeder, muss man sich halt selber drum kümmern. Gucken. Also Eastern Daylight Saving Time ist dann 7 Uhr, ist ja 1 Uhr. Scheint aber RTL das zu übertragen heute Nacht. Wann muss man dann eben genau gucken, ob nun 1 Uhr, 4.20 Uhr muss man... Wird man bleiben Sie einfach die ganze Nacht wach und warten einfach. Ja, wenn Sie das wirklich interessiert, Sie können auf unsere Facebook-Seite schreiben oder vielleicht posten wir das nachher noch, wenn wir lustig sind da drauf. Wir posten übrigens ja nicht viel, muss ich entschuldigen, auf unserer Facebook-Seite der Radio Boutique. Aber vielleicht können wir mal sowas posten, das ist Dienst am Hörer. Dann tatsächlich, falls Sie das interessiert. Wenn nicht, können wir auch nochmal gucken. Oder Sie können auch anrufen mal in der Sendung übrigens. 030 für Berlin 464-00517. Komme ich jetzt bloß drauf, weil ich gerade das Telefon da gesehen habe. Ja, und es hat lange nicht geklingelt. Kannst du die Telefonnummer nochmal für alle, die zu schnell denken, nochmal wiederholen? Ja, du meinst, die zu langsam denken, weil ich zu schnell bin. 030 für Berlin 464-00517. So, ich hoffe, die Nummer stimmt überhaupt noch. Ich habe da lange nicht mehr drauf geguckt. Doch, das stimmt. Das stimmt sogar. Ja, stimmt noch. Hätte ja sein können, dass so nach ein paar Monaten das Telefon ruft sowieso keiner. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Aber Sie können anrufen, wir gehen dann schon ran und wir versuchen auch mal rauszufinden. An. Ja, kannst du gerne haben. Ja, so viel zum Thema Boxen und Peitschen und... Ja, streiken. Die lustigsten, was heißt lustige Nachrichten? Nachrichten sind ernst, Nachrichten sind traurig, die wir eigentlich alle haben. Wenig, dass wir erheiternde Nachrichten haben, aber sie haben so einen unterschwelligen, also so eine groteske an sich. Was Angst machen ist. Mehr nicht mal. Apokalyptisches. Ja, das schon, aber es ist ja so, weißt du, wenn du guckst, die Nachrichten liest, die Zeitungen, schaust im Internet, und da kriegst du damit, frasst dich ja, was soll denn nochmal aus dieser Welt werden? Ne? Und jetzt haben wir es jetzt, dass wieder hübsch gestreikt wird. Post streikt, Bahn streikt. Sicherlich kommen auch noch einige mehr, die sich das so halbwegs leisten können. Also bei der Bahn sind es ja die Lokführer, bei der Post, glaube ich, sind es alle. Ich glaube, habe auch herausgefunden, warum die streiken. Die wollen auch, glaube ich, noch schnell mal eine Erhöhung, bevor der Postbankzweig auch noch verkauft wird. Die Deutsche Bank, haben Sie ja vielleicht gehört, gestern und heute will die Deutsche Postbank wieder verkaufen, beziehungsweise seine mehrheitlichen Anteile davon. Die sind noch selber selbstständig? Ich dachte, die haben schon mal verkauft. Die Postbank, wurde nicht schon mal irgendwann verkauft alle da? Ist ja an die Deutsche Bank. Genau. Ne? Und jetzt verkaufen sie nochmal Jetzt will die Deutsche Bank ihren Anteil von der Postbank wieder loswerden. An wen denn? Das ist eine gute Frage, ne? Also wenn du Interesse hast, bitte, dann kannst du ja. Nee, so einen Scheiß brauche ich nicht. Nee. Ein bisschen von der Postbank wüsste ich schon, was ich von der brauche, aber sonst... Ja, was man da so alles braucht, ne? Aber ist tatsächlich so, dass die Deutsche Bank die Postbank gekauft hat, um nach der damaligen Bankenkrise im Jahr 2008, 2009 sich zu sanieren. Ich weiß auch nicht, mit welchem Zusammenhang. Ich habe das jetzt aus dem Blick verloren. Wahrscheinlich ging es nur darum, dass man wenigstens ein paar solvente Kunden hat. Wie, die haben sich saniert, die Postbank? Über die Deutsche Bank? Nee, die Deutsche Bank wollte sich sanieren über die Postbank. Das ist eigentlich, warum beschäftigst du dich eigentlich mit solchen Sachen? Wieso nicht? Weil die jetzt streiken, weil ich es selber merkwürdig finde. Ne? Aber was ist daran merkwürdig? Du wärst ja auch vielleicht eher drauf gekommen, dass sich die Postbank sanieren würde über die Deutsche Bank. Aber es war genau andersrum. Die Deutsche Bank hat die Postbank gekauft,
oder mehrheitlich übernommen, ne? Die hat sie ja nicht ganz gekauft, um halt aus dieser Bankenkrise rauszukommen. Erstmal, es gab ja gar keine Bankenkrise. Das ist ja nicht wahr. Es gab ja gar keine Finanzkrise. Es war ja, gab es ja keine. Also wenn man impliziert, dass es in dem Sinne kein Geld gibt, gibt es auch keine Krise. Das richtig, stimmt. Ja. Das stimmt dann schon. Also du hast so geschnallt. Aber davon abgesehen gibt es ja die Zahlen auf dem Papier und da kommen ja Leute auf die Idee. Da gehören sie auch hin. Es muss ja... Noch, solange das Papier... Nee, ich meine, der Transfer dieser Anteile von der Postbank zur Deutschen Bank sind ja auch nur Zahlen auf dem Papier. Richtig. Und die Werte auch nur. Ja. Ne, ist ja wie Monopoly eigentlich. Richtig. Nicht umsonst heißt dieses Spiel ja auch so. Und da gibt es Gewinner und Verlierer. Eben, ja. Und egal, ob es nur echtes Geld ist oder nicht, ne, wurde ja mit diesem mit dieser Übernahme ja was bezweckt. Mhm. Und ich frage mich, warum. Man denkt ja, die Deutsche Bank hat ja die besser situierten Kunden, würde ich mal so jetzt. Würde ja jeder denken, der sich damit nicht auskennt. Mhm. Und die Postbank hat so, weißt du, diese Konten für Rentner und Hartz-IV-Empfänger höchstens. Mhm. Ne, würde man ja, da sind ja selten Kunden, die bei der Deutschen Bank sind. Mhm. Und Deutsche Bank, großen Anleger, ne, groß. Und da kam mir nämlich heute der Gedanke, musste die Deutsche Bank damals die Postbank holen, um wenigstens, deswegen habe ich gesagt, ein paar solvente Leute da reinzukriegen. Na, das Gleiche war doch auch mit der Commerzbank so ähnlich. Die war doch auch dann pleite. Also war jetzt nicht der gleiche Zeitraum, war ja viel später, aber die waren, und dann wurden die doch auch staatlich gerettet, die Commerzbank. Ja, oder nicht? Ja, die wurden und staatlicher. Vor kurzem habe ich gehört, dass da der ganze Vorstand da irgendwie umgekrempelt wurde. Das ist auch ganz merkwürdig. Ja, die haben ja Gelder bekommen, dann, wenn sie staatlich gerettet wurden. Ja, aber wie das läuft, kannst du überhaupt nicht nachvollziehen. Wer mit wem und wie das zusammenhängt. Ich meine, nimm noch mal nur die Flüchtlingsboote jetzt vor kurzem. Ja. Wer ist schuld daran, dass so eine Maronenboot übers Meer da die Menschen umbringen da? Das ist eine gute Frage. Das ist total verkettet. Das ist ja, die, wenn man ist das die nämlich eine Finanzwelt. Man hat ja auch keine Lösung daran. Ja. Kann man ja schon sehen, dass dieses Problem. Ne, das ist und das ist die Dimension sind überhaupt nicht zu ermessen. Das ist global. Das ist in einer Geschwindigkeit, wo wir überhaupt gar nicht mehr wir verursachen was, als was wir gar nicht mehr verantworten können. Ja. Also dass die Leute aus ärmeren Ländern, das würden wir ja auch machen. In reichere Gegenden stürmen, um ein besseres Leben zu führen. Das ist ja nur menschlich. Ja, und die haben nichts anderes zu tun, als zu erklären, wir müssen unsere Maschinengewehre scharfschützend sicher machen und wir müssen die Schlepperboote versenken. Das sind wir. Und darauf können wir stolz sein. Was hättest du denn als Lösungsvorschlag? Ja, weiß ich nicht. Ich meine... Erstmal, wenn wir das über vier Ecken verursachen, durch unser Verhalten, diese weltweiten Strömungen von Flüchtlingen und so weiter, tja, dann wahrscheinlich leben wir über unseren Kredit. Wahrscheinlich gehen wir auf Pump quasi. Wir werden irgendwann. Das sowieso. Irgendwann werden wir. Werden das sowieso. Irgendwie werden wir die Opten in Form von. Ja, was fragst du mich? Woher soll ich das? Ich habe das gerade von dir aufgenommen. Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht. Nee, das klang gerade so, als würdest du da ansetzen wollen. Wenn du ansprichst Postbank, dann ja. Deutsche Bank, dann weiß ich schon, in welche Richtung das geht. Da beschäftige ich mich auch schon jahrelang im Hintergrund mit den Geschäften der Deutschen Bank und mit dem Finanzkreditwesen hier in Deutschland, wie das abläuft. Ich weiß es nicht genau, was dahinter steht. Ich finde es scheiße. Hätte ja sein können, dass du da eine Lösung hast. Nein, ich habe keine Lösung, aber Fakt ist, dass das ein krankes System ist. Ja. Das ist definitiv. Und wir geben momentan keine gute Figur ab. Weder die fetten Bonzen, die reichen, die Regierung und die Politiker und auch die Wirtschaft nicht. Guck mal, die Wirtschaft sagt, wir sind die stärkste der Welt, eine der stärksten Wirtschaften der Welt, mit so und so viel Außenhandelsvolumen und so weiter. Aber guck mal an, wie hier die Arbeitslosigkeit und alles, die soziale Schwäche, wie willst du denn das begründen? Die zeigen immer die ganzen aus dem Dritten Reich da, die ganzen Filme, aber im Endeffekt guck mal hier die Ghettos an. Und da prahlen sie, das sind vielleicht ein Drittel der Gesellschaft. Aber Männer, wenn du mich fragst, ist das nur eine Farce, das wird nur vorgespielt. Hm. Das ist eine Medienmanipulation. Ja. Das stimmt gar nicht, dass es uns gut geht. Wir sind total pleite. Ich beschäftige mich damit nicht mehr richtig. Wie man kann dazu eben auch nichts sagen, aber ich bin total sauer und unzufrieden. Das Interessante ist ja daran, dass gerade die Leute so aus der Wirtschaft und die Politiker, gerade die
sagen, ja, wir müssen, die haben ja sowas denn Fürsorgliches auf einmal, ja, wir müssen denn alle die Flüchtlinge aufnehmen und so. Dabei würden sie natürlich selbst auch keinen bei sich in der Gegend haben wollen, wahrscheinlich, wälzen das Problem dann halt wieder auch nach unten ab. Und ist ja gerade die Wirtschaft, die auch sagt, ne, wir brauchen, also von den Flüchtlingen, das heißt ja mal Einwanderer, ne, bringt benötigte Fachkräfte. Dabei weiß ich nicht, keine Ahnung, wie gut so eine Ausbildung in Syrien derzeit ist, ne? Ob es da jetzt so viele Ingenieure gibt, die aus diesem Kriegsgebiet, dass wir ja super viele Ingenieure hier haben. Die meinen natürlich wahrscheinlich ganz andere Leute. Die meinen Leute, die aus Übersee kommen, vielleicht auch Leute, die aus Indien kommen. Aber da wird gesagt, wir brauchen dringend benötigte Fachkräfte, also machen wir, deshalb macht die Politik in Syrien die Tore auf vielleicht, weiß ich nicht, oder machen es nicht auf. Das ist auch an der Problemlösung, da sieht man ja schon, dass es daran vorbeigeht. Das Problem ist, was du aufmachst, ist eine weltweite Rechnung. Wenn du anfängst so zu reden, da geht es mir immer so bei diesen Gedanken, dass ich Angst vor Krieg habe. Mit anderen Staaten, mit anderen Ländern, mit Konflikt, Krisenregionen. Und da weiß ich gar nicht, was soll ich da machen. Ich kann mich nicht in die Leute reindenken. Ich kann vielleicht die Kultur kennenlernen. Ich kann die Probleme, die Krisenhintergründe versuchen kennenzulernen. Aber da fängt man sofort eigentlich gleich Angst zu haben, weil man ja dann sich in seinem Leben bedroht sieht. Und da bleibt ja nur eine kriegerische Auseinandersetzung oder... Wenn es unkontrolliert daherkommt, dann bestünde die Gefahr. Aber also wenn du mich fragst, ich würde sagen, wir könnten unsere Armee, unser Militär auflösen. Nicht wegen einer Disziplin oder Lebensführung oder was alles sehr hilfreich ist oder dieser Gemeinschaftssinn und so weiter oder die, wenn jetzt eine Überschwemmung ist oder irgendeine Naturkatastrophe, werden die Leute auch zu, aber jetzt kriegerische Auseinandersetzungen, rein kriegerisch gesehen, finde ich, könnten wir eigentlich alle Militär mit, Armee auflösen. Ein paar Panzer könnte man eigentlich noch behalten. Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt so anhöre, wie jemand, der mit diesem Gemeinplatz einseitig Abrüstung, wie damals in den 80er Jahren groß geworden, da war das ja immer mit der Abrüstung. Diese Verträge, einseitige Abrüstung, andere und dann wieder Aufrüstung, sodass das Gleichgewicht hergestellt ist. Natürlich ist dann, wenn einer sagt, okay, wir rüsten unsere Armee ab, dann sieht man sich und die Armee ist dann wirklich mal weg. Ne? Meinst du, es dankt jemand ein? Oder sieht man sich dann nicht irgendwann einer größeren Armee, die eben nicht aufgelöst wurde, aus irgendeiner anderen Ecke, denn gegenüber und man selbst steht ohne Armee da? Das hört sich an wie so, weißt du, das meine ich ja. Aber das hast du in der Familie, das hast du zwischenmenschlich, das hast du sogar du selber bist zwiegespalten. Beinahe schon schizophren, würde ich sagen. zwei in einer Person. Ja, ich glaube, das kann man ja auch gut nur werden, und böse. Oder? Ja. Und du hast doch mit den Staaten, die beballern sich und weiß ich nicht, geht um Öl und was nicht alles da. Ja, meinst du, das wird man auch aus den Leuten nicht rauskriegen? Wenn ich sage, okay, ich setze mich jetzt hier hin, schaffe heute, meine Armee ab. Heute zum Beispiel war bei mir da, wo ich hier im Süden von Berlin wohne, so ein Militär- und Nutzfahrzeug-Event. Da kam dann so ein riesen Brummer vom LKW, also so ein Ding habe ich echt fast noch nie gesehen, so ein Militär-LKW und hinten dann noch so auf dem zweiten Anhänger so ein Panzer drauf. Alles schön restauriert. Oh, das war, muss ich schon sagen, ist geil. Also, cool, das hatten wir ja sonst das ist früher. Schon richtig geil. Das gab es früher in der Gegend immer nur am 1. Mai. Ja, bei mir ist ja da so eine Russen, war ja früher eine Russenstadt, stationierte hier richtige Stadt mit richtig Mauer drum und allem. Hier im Süden von Berlin-Waldstadt. Und da, ja, wahrscheinlich gibt es da noch alte Bestände, die dann Fans, also was hätte ich noch nie gesehen. Die wollten sie mal rausholen wieder, ne? Ja, klar. Die haben seit den letzten... Feinste Parade, weißt du? Also richtige fette Ballonreifen, ja, hätte ich noch nie gesehen. Bestimmt so ein Raketenfahrzeug oder was das war. Und dann hinten so ein Panzer drauf, aber wie neu, wie schön aus der... Und das war eine Ausstellung? Ja, hoffentlich so, keine Verkaufsausstellung oder so. Auf so einem Offiziershausgelände da so eine öffentliche... Meine Fresse. Wie nennt man das? Wisst ihr, wenn sich Fahrzeuge da so zeigen und gezeigt werden und man sich die angucken kann, weiß nicht jetzt ein Wort richtig. Eine Messe eigentlich oder Ausstellung. Outdoor-Messe. Ja. Da habe ich nicht schlecht geguckt, weißt du. Und da muss ich dir auch wieder sagen, also das löst bei mir schon ein bisschen, also militärische, so, das löst bei mir schon so eine gewisse Freude und ich bin auch Fan von so Sachen. Ja, Hauptsache die schießen dich. Also jedenfalls nicht auf einen selber. Das ist was anderes, aber wahrscheinlich steckt das in uns Jungs auch so drin, so mit Pistolen und Gewehre spielen, dann sein, Panzer, ja. Hubschrauber gut finden oder Düsenflugzeuge, das ist eben so. Ja. Ist ja auch in Ordnung, das ist eben so. Ja.
Aber gut, wie gesagt, wäre natürlich auch, man gefährlich. Will sich auch verteilen. Man will sich auch verteidigen. Ja, genau, das ist ja der Punkt. Ne? Also wie kann man denn eine Armee auflösen, wenn man sich eigentlich noch irgendwie verteidigen muss? Wenn irgendwas passiert, dann ist man ja doch froh, wenn die Polizei da ist oder, ja, oder BKA oder das GSR noch. Oder irgendwas braucht man, ne? Sonst irgendwas braucht man immer. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist doch der Punkt. Das ist der Punkt. Ja, insofern werden wir das Problem so auch nicht loswerden. Nee. Apropos Lösungsansatz. Nee, so werden wir es nicht los. Nee, das war mal nicht. Flüchtlinge, nochmal zurück auf die Deutsche Bank. Nee, eigentlich waren wir ja bei der Postbank und wir waren bei der Post und insbesondere aber bei den Streiks. Genau. Es ging darum, dass die ja jetzt alle streiken. Ja. Aber es ist ja auch kein schlechtes Durchrasen gewesen jetzt durch die Wirtschaftspolitik und auf die Krisenherde der Welt, weil Streik als Antwort auf mögliche Bedrohungen, zum Beispiel Postangestellte, die sagen ja, dass ihr Arbeitsplatz jetzt in Gefahr ist, fürchten ihren Arbeitsplatz und sind deswegen in Streik. Hm. Und bei den GDL-Lokführern ist es so, dass die wahrscheinlich auch immer noch einen Tarifvertrag warten. Das ist aber witzig, wie sehr Streiks und diese... Also wenn du Deutsche Bahn nennst, dann sehe ich immer nur hier, wie heißt die, der Deutsche Bahnchef, der jetzt hier abgesetzt wurde, dieser Alte. Vor eben, ja. Du meinst, komm nicht auf den Namen. Ich komme nicht auf den Namen. Wie ist er denn, Mensch? Du weißt schon, dieser Alter, der... Finden wir das irgendwann? Der war doch hier Bahn und der war doch vorher hier... vor der Bahn war er doch... Jetzt ist er doch BER-Chef hier. Ja. Mensch. Der ist aber BER-Chef, ist er auch nicht mehr. Auch nicht mehr? Nee, da ist er doch auch... Medorn. Medorn, genau. Mhm. Den sehe ich immer gleich als Erster. Den sehe ich irgendeinen IC, der mit 300 Klamotten durch so ein... Kleinstadtbahnhof durchgebrettert kommt und so die Leute so voll so wegjumpen sind so vom Bahnsteig und so. Das sind immer die Bilder, die ich sehe, wenn Deutsche Bahn mit mir anfängt zu diskutieren. Ich weiß es nicht. Ich bin sprachlos. Sie haben es gemacht. Es ist passiert. Sie müssen mit leben. Ja, wir auch. Es kann nur besser werden. Keine Ahnung, Mann. Medon, kannst du irgendwo da also irgendwo hinsetzen, der sagt, ich mach's. Aber jetzt am Ende geht er. Du kannst ja auch, gibt's ja auch so Flugzeuge, da hast du dann so Doppelbett und so Duscharea und Chill Lounge, also im Flugzeug. Kennst du das? Ja, sogar Schlafzimmer. Richtig, Schlafzimmer, alles, Lounge, alles. Wenn man schon mal so. Also, schon. Ne? Also insbesondere, zum Beispiel, ist ja logisch, also die Air Force One zum Beispiel die hat ganze Büros. Ja. Geil. Ein Bürotrakt und Schlafzimmer und Konferenzräume und alles sowas cool, da drin. Ey. Das ist natürlich, Mann, das ist natürlich da glaubt man gar nicht, dass man so ein halbes Haus da überhaupt in die Luft bekommt. Ich habe ja Obama hier live gesehen, Charlottenburg, ist schon 1-2 Jahre her. Da war er hier, Schloss Charlottenburg mit Merkel und Nowitzki und so. Ach so, ja. Und da kam ja so mit seinem The Beast, heißt das, so ein Luxus-Auto, Cadillac, da wie nennt man das, so ein Stretch-Limousine. Ja, so. Ne? Habt ihr noch richtig hinten mit dem Gesicht sitzen sehen, so. Hat man richtig erkannt, aber das Ding, ey, das ist krass, also dieses Auto, weißt du, kam mal irgendwie in einer Zeitung, was das alles kann denn in dem Zusammenhang. Das kannst du mit Granaten, mit Raketen angreifen, das fährt immer weiter. Auch wenn alle Reifen, alles weg ist, bleibt noch so ein Korpus mit Metall, mit Metallrädern, das dann auch noch weiterfährt. Und ferngesteuert, also das fährt von alleine irgendwo hin, dann weißt du. Das Auto kannst du selbst wahrscheinlich in irgendwo eine Umlaufbahn bringen. Das Problem haben sie, muss ich sagen, das Problem ist nur, dass der von drin noch nicht rauskommt, weißt du? Ach so. Wäre mal eine Idee. Der sitzt dann in der Kabine. Ja. Und dann haben sie gesagt, das Problem ist nur, wie man den dann eben, dann kriegt man, also kriegt den dann halt auch nicht mehr raus aus der Kabine. Ich denke mal, das ist sicherlich ein Wunschtraum einiger, ne, Obama. Ja. Und dann aber in die Umlaufbahn da auch noch. Das wird teuer. Ja. Dann musst du schon Beziehung, Vitamin ist, B spielen lassen, damit du das hochkriegst. Ja. Apropos, da fällt mir ein, Hillary Clinton möchte gerne Präsidentin werden. Jetzt ja nicht mehr. Doch nicht mehr? Nee, sie wurde jetzt aufgedeckt, ein millionenschwerer Finanzskandal. Was habe ich jetzt was verpasst? Ja, die hat irgendwie mit irgendeinem Berater da millionenschwer in was investiert in Russland oder so. Ach. Ja, das müsste eigentlich schon hier aussehen. Also sie hat Millionen veruntreut durch irgendeinen Deal auf ihre Kappe. Also im Endeffekt
für mich ist gar nicht an mir. Ich wäre froh, wenn sie. Ich würde es cool finden, wenn sie Präsidentin würde. Ich würde mich wirklich freuen, ehrlich. Ich mag was? Sie. Wirklich, ich mag sie. Aber ich glaube, damit hat sie sich verspielt. Wer so Cowboy-mäßig mit Millionen veruntreut und dabei erwischt wird, ist eigentlich politisch durch. Der ist durch, ja. Du bist übrigens der Einzige, den ich kenne, der Hillary Clinton mag. Naja, wenn sie. Ich meine, ihre Tochter finde ich auch gut. Ja, wegen der Tochter natürlich, klar. Ja, was sollte da auch jetzt anderes kommen? Ich wollte mir eigentlich schon immer mal einheiraten bei den Clintons. Sicherlich. Aber naja. Da musst du aber am Billy Boy vorbei, wer weiß, wie Billy der jetzt Boy drauf vorbei ist. Und die ist ja auch schon verheiratet, die Tochter auch schon seit Jahren. Ja, dann kannst du es vergessen. Aber unglücklich natürlich, unglücklich. Ja, sicherlich. Ja, klar. Sicherlich. Ja, klar. Ja, logisch. Ja. Ja, naja. Hillary Clinton, in jugendlichem Übermut wollte sie mal, kann man jetzt sagen, dann Präsidentin werden. Mhm. Und da wird auch noch eine schöne Zeit, ja, bis zur Wahl des Präsidenten. Wann ist es wieder? Wir hatten ja gerade erst Obamas Wiederwahl. 16. 16 wäre das dann. Naja. Also im nächsten Jahr im Herbst. Hauptsache Obama November. Wird nicht nochmal, wa? Er kann ja auch gar nicht mehr. Das ist, nee? Ich glaube, selbst wenn er könnte und man hätte ihn ein drittes Mal wiedergewählt, dann müsste man wirklich am Verstand der geneigten Wähler dort zweifeln. Das ist, ja. Na, Hauptsache ihm passiert nicht, so wie Gandhi oder irgendwie so. Nö, er ist ja auch nicht Gandhi. Mhm. Also dazu fehlt ja noch einiges. Aber kann er ja noch werden. Er hat einen Friedensnobelpreis, aber keiner weiß wozu. Die EU hat einen Friedensnobelpreis, weiß auch keiner. Den hat er eigentlich nicht verdient, also wir kriegen. Nee. Aber auf der anderen Seite, die im Islam oder in den ganzen, die sind ja auch nicht gerade friedlich in den letzten Jahren. Nee, das die, nicht. Die ziehen ja auch schon am Strang mit dem hier 9-11 und alles. Das ist auch nicht gerade eine feine Geste. Und ich sag mal, selbst wenn Obama jetzt auch nichts weiter Kriegerisches gemacht hätte, oder er war ja nur noch einigermaßen der wenigstens alles glätten wollte. Er hat aber auch nichts Friedvolles gemacht. Ich meine, was es jetzt preiswürdig wäre. Na, er hat immer gesagt, dass alle arbeiten gehen sollen. Ja. So, und hat dann auch keiner gemacht. Nee, gibt auch keine Arbeit. Ist er sauer. Jetzt zeigt er natürlich den Stinkefinger, ist ja auch klar. Ja, das ist wie ein Verrat ist das. Detroit ist jetzt ganz kaputt, glaube ich, oder? Na, jedenfalls wohnt hier, Patti Smith wohnt ja in Detroit. Wusstest du das? Nee. Und Detroit ist ja auch eine richtig geile Autobauerstadt mal gewesen. War mal, langes Ziel. War mal, aber... Mhm. Habe ich gehört, ist auch wieder ein bisschen, jetzt sind viele Alternative da und Künstler und so Newcomer, so Startups und so. Also da sind fast die meisten Startups in Detroit. Das ist so eigentlich momentan, ist das eigentlich eine ganz heiße Adresse da. Ja, ich sag mal, bevor die kommen irgendwie alle mal nach Berlin. Ja, das sowieso. Ich sag mal, bevor sie die Stadt bei eBay verscherbeln. Ich meine, Harrisburg zum Beispiel hat es ja geschafft. Die waren ja auch pleite vor ein paar Jahren. Mhm. Irgendwie, denen geht's ganz gut. Detroit ja auch, ne? Die waren ja auch irgendwie pleite vom also eigentlich, pleite, glaube ich, sind sie immer noch. Die sind noch nicht. Nee, die sind noch nicht raus. Ich hab das auch gehört von der Pleite. Ja. Ja, so ist es. Deshalb habe ich mich auch damit. Interessiert mich das ja auch so sehr. Ja. Das ist ja auch unser Thema heute: Pleite. Genau, Pleite. Pech und Pannen. Pleiten, Pech und Pannen. Machen wir gleich weiter. Es gibt ein paar Jungs nämlich, die nicht pleite sind. Werden sie auch nie, weil sie nämlich schon oft gesagt haben, wir machen jetzt nichts mehr. Und zwar sind das Toto. Sie haben jetzt wieder ein aktuelles Album und zwar, glaube ich, schon das 14. Jedenfalls heißt das Album jetzt auch so: 14. Hier sind Toto von ihrem aktuellen Album 14. Hier ist der Titel Burn. Toto von ihrem aktuellen Album, der Titel hieß Burn. Wir haben es jetzt mittlerweile 19 Uhr und 37 Minuten. Pleiten, Pech und Pannen, Streiks und sonstiges, was man so Schönes auf der Welt erlebt, haben wir. Ja, wer sich ein bisschen abreagieren möchte, wir haben es jetzt rausgefunden, dass dieser Boxkampf um 5 Uhr beginnt, um 4.30 Uhr die Berichterstattung. Genau, RTL. Ich frage mich nur, warum der Kampf eigentlich um 7 Uhr Ostzeit ausgeschrieben ist. Das war eine Meldung im Internet, das habe ich hier gegoogelt. So. Aber du hast recht, der Unterschied ist 6 Stunden vor. Hm. Also 6 Stunden vorgerechnet. Eigentlich ja, wo? Also aber das ist eine Internetmeldung. Da steht 19 Uhr PM, aber das wäre 1 Uhr nachts. Aber da ist ja von 1 Uhr bis 5 eigentlich Uhr sind ja nochmal 4 Stunden. Ja. Aber, also beginnt aber du hast trotzdem beginnt recht, es sind 6 Stunden Unterschied von New York nach Berlin, aber wahrscheinlich ist es da, beginnt der Event oder der Einlass oder was weiß ich, oder auch die Fernsehberichterstattung. Kann auch sein. Aber 4 Stunden vorher ist auch jetzt ein bisschen... Ich werde heute mal schon... Wann haben wir das schon mal gehabt bei einem sportlichen Event, 4 Stunden Vorberichterstattung? Du hast den Super Bowl nicht erlebt. Super Bowl, ja, das ist krass. 12 Stunden Vorberichterstattung.
Ja? Insgesamt, da kannst du auf allen, nicht auf allen Sendern, aber auf da, wo es das übertragen wurde, cool. Ich glaube, der letzte auf NBC, ganzen Tag geht das. Ne? Cool. Ab 10 Uhr und dann geht es erst los. Ja, wir spielen ihn gar nicht so viel, letzten Endes. Du empfängst ja NBC und so eine Sache. Ja. Mhm. Mit den ganzen Unterbrechungen ist ja das nur wenig. Meist ist ja dann Werbung auch und das geht dann schon los. Ne? Pre-Game, ganze. Jedes Jahr oder was ist das super? Das ist jedes Jahr, ja. Das klingt gut. Und die sind ähnlich ausschweifend in den Vorberichterstattungen. Kann auch sein, dass heute auf Fox irgendwo das dann UFC oder was ist denn das für ein Boxkampf überhaupt? Was ist denn das? Können wir gleich nochmal gucken. Ich kann nur sagen, dass es kein Fall Obst ist. Es ist finde ich jetzt so schnell nicht. Ja. Aber ich glaube BBC. BBC, glaube ich. BBC ist England. Aber es ist England. Also es ist der ältere Klitschko-Bruder. Also. Ach so, okay. Also Wladimir. Ja, nee. Ja, Wladimir. Also der ältere, der hat ja die ist ja auch egal, es ist ein wichtiger Kampf. Also, also es ist ein sehr wichtiger Kampf. Wenn der Gegner von Klitschko gewinnt, ist quasi Klitschko kein Schwergewichtsweltmeister mehr. Also dieser andere ist auch kein Fallobst. Also der ist, der sieht ganz schön kampfesmutig aus. Also das wird ganz schön schwierig werden. Und wenn man überlegt, wie lange Klitschko schon boxt, ist eigentlich auch schon, würde ich eher sagen, naja, ich will ihn nicht reinreden, aber also ist ja auch der Ältere von Main, also ist so ein bisschen Karriereende, aber also wenn er den umnietet, also Roman Hut ab, ey. Ja, dann ist der, geht der schon. Also ich fände es da wirklich mal interessant, einen Kampf zu sehen, also die paar Boxkämpfe, die ich so denn mal gesehen habe, so rein mal, weil es so nebenbei lief, nicht weil mich Boxen jetzt sonderlich interessiert, haben mich immer schon gestört, ne? Du hörst Boxkampf, einer davon ist Klitschko, egal welcher, am Schluss weißt du, Klitschko gewinnt. Nicht unbedingt. Das war also immer das, was ich mitbekommen habe. Gegen Lennox Lewis hat er damals verloren. Ja. Und dabei war Lennox Lewis eigentlich schon fast Fallobst, kann man sagen, zu dem Zeitpunkt. Aber es war schiefgegangen. Damals ist ihm das Auge aufgeplatzt. Sonst hätte er gewonnen. Okay, das kann natürlich jedem Boxer mal passieren. Aber trotzdem hat er eben aus irgendwelchen dummen... Naja, du weißt ja, wie das damals war. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Das war ja ganz schrecklich. Weniger eigentlich. Nicht nur, dass er ihm vielleicht auch mit dem Eisen irgendwie das Auge... Also das ist so kaputt gegangen, das kann man sich gar nicht erklären. Alles hier weggerissen übers Auge und dann haben sie auch gleich den Kampf abgebrochen. Alle Richter. Also als wenn die bezahlt wurden dafür, weißt du? Ja. Völlig regelmäßig. Okay, aber der Trainer von Klitschko hier, wie heißt er? Wie heißt denn hier der Klitschko-Trainer hier, der Klitschko-Trainer? Mann, ich weiß. Wie heißt der? Dieser Sudanek oder so? Nee. Der nicht Sudanek. Keine Ahnung. Na, jedenfalls auch so ein berühmter Trainer, der konnte ihm auch das Auge hier nicht zumachen. Also, das ist auf mir geblieben. Ja, wenn es echt aufgeplatzt ist, das geht dann natürlich nicht. Ein, zwei, drei Runden wartet wegen dem Ding. Da gehst du mit dem Tacker ran und dann geht das wieder. Bevor das passiert ist, das war so genial. In der zweiten Runde oder so, weißt du, da sind die so aufeinander losgegangen, Luis und Klitschko war. Und dann hat Klitschko so zwei, drei Mal so in der Mitte von der Runde so zugeballert. Und dann hast du das richtig gespürt, ja, wie der Ring so eine andere Dimension bekommen hat. Lennox stand echt so kerzengerade vor so einer unsichtbaren Mauer, die sich so ausbreitet durch den Ring, ja. Danach fängt er so an zu taumeln, so richtig so, als wenn er das Bewusstsein verliert. Und fängt sich dann wieder, war. Das ist halt seine Größe, er ist eben doch ein Weltmeister, war. Ja. Dann fängt er sich wieder nach ein paar Sekunden und dann wird das irgendwie dann eine halbe Minute später dann abgepfiffen, die Runde. Ah, das war so knapp, dass der umkippt. Weil der Klitschko da zwei, dreimal einfach so auf gut Glück zugeballert hat. Da hat er nur noch Sterne gesehen. Und in der nächsten Runde hat er ihm dann einen Cut verpasst. Wurde dann abgebrochen, der Kampf. Aber das war ein großer Kampf. Also ich kenne den anderen Boxer nicht, aber ob das auch so ein großer Kampf war, ich weiß es nicht. Wollen wir sehen. Ist also spätestens, wenn Sie sich das anschauen, ich bestimmt nicht. Klitschko muss man unterstützen. Das ist schon, ist schon ein richtiges Idol. Ja, mal gucken, wie das dann morgen gewesen sein wird. Schön. Ja, ansonsten, wem müssen wir noch unterstützen? Wir haben ja noch Pleiten haben wir. Griechenland. Wir warten immer noch auf die... Wie heißt denn dieser Finanzminister? Ja, hast du es nicht gelernt inzwischen? Zeus. Schwanz des Longus. Ja, das war der römische. Schwanz des Longus war der römische. Und der griechische... Perastrides oder so, Pernastina so. Weißt du es? Ist das nicht eine böse Magenkrankheit irgendwas? Mann, ey, klappe ja. Weißt du, wie der griechische Finanzminister ist? Valousis Fakis. Genau. Muss man so schnell aussprechen, letztens da merkt es keiner, dass man es gar nicht letztens weiß. Letztens war er, nachdem er bei Merkel war, gleich bei Putin. Hast du das mitgekriegt? Ja. So er geht ein bisschen sammeln. Ja.
Das ist die Frage, wo er noch sammeln geht. Sie wollen ja natürlich aufrecht bleiben, die seit Januar gewählte Regierung dort. Und man hört in den Nachrichten, das macht auch so wieder ein grotesker Moment, den ich so erlebe mit Nachrichten, dass es dann heißt, ja, oh, jetzt geht's wieder bergab. Und auf einmal heißt es, juhu, sie haben diese Tranche der Schulden bezahlt, diese 500 Millionen, die sie an die EU zurückzahlen mussten. Sonst wären sie pleite gewesen. Ja, haben sie bezahlt. Ah, oh, wieder alles. Oh, und jetzt geht's aufwärts. Ach, jetzt haben sie ein Papier vorgelegt. Und dann so, nee, jetzt ist wieder alles im Offen, steht alles in den Sternen. Jetzt weiß man nicht, sind sie pleite, sind sie nicht pleite. Das machen wir jetzt schon ein paar Wochen lang. Ich finde es ein bisschen schade, dass die ganzen Menschen heutzutage unter so einem Finanzsystem leiden. Also denn in Griechenland gibt es ganz viele jugendliche Arbeitslose, also die Jugendarbeitslosigkeit ist ganz hoch. Und ich finde es einfach schrecklich, dass eigentlich die Welt so bestimmt ist von solchen Finanzsystemen, die auch ihre guten Seiten haben. Ich will ja nicht meckern, aber wieso muss Griechenland so, wissen noch damals, wie sie da dann da boykottiert haben und bis heute demonstrieren? Ich finde es eigentlich schrecklich, ich weiß nicht, was das soll. Was soll das eigentlich? Bei uns ist ja ähnlich gelagert. Im Prinzip frage ich mich einmal mehr, was Griechenland überhaupt von dem Euro hat, ne? Wenn sie jetzt wieder wirklich zu ihrem eigenen System zurückkehren sollten, wo sich auch die anderen jetzt nicht mehr dazu verpflichtet fühlen oder sonst was, aus welchem Grund auch immer, jetzt sei es mit irgendwelchen Hinterabsichten oder einfach nur so, um die EU oder den Euro zu retten, da unterstützend einzugreifen, wenn die einfach denn nur sagen können, okay, Griechenland ist Griechenland, haben wir nichts mehr zu tun, die Griechen machen das schon, die Griechen müssen natürlich aber mit diesem Umstand auch selber fertig werden, ne? Ist aber trotzdem einfacher, als wenn man da unter gegenseitigen Abhängigkeiten, weißt du, sich irgendwie die, weiß ich nicht, Buchse vollhaut letzten Endes. Wie vollhaut? Naja, zum einen dieses Taktieren auf der einen Seite, ne, will man aus Griechenlands Seite, will man noch mehr rausschlagen, auf der anderen Seite will man von der EU nicht weiter, ne, man will es aber nur aus Prinzip, damit man nicht sagen kann, wir haben Griechenland verloren, könnte ja ein schlechtes Beispiel für zum Beispiel Spanien oder Italien sein, ist ja nicht jeder wie Griechenland, sag schon Irland. Die jetzt da irgendwie. Genau. Daran dachte ich auch. Dass die machen noch, was haben die gemacht? Die sind ja nicht Euro, ne? Die sind auch Euro, klar. Hm. Und die haben allerdings auch Schwierigkeiten gehabt, haben sich irgendwas selbst auferlegt an Maßnahmen zur Einschränkung von irgendwas. Und dann hat es, ich weiß nicht, wie hoch die Schulden waren, also viel kann es auch nicht gewesen sein, wenn sie da so schnell raus sind. Und auf der anderen Seite zum Beispiel, wo war das, wo fand diese Konferenz statt? Das war in Lettland, wenn ich mich nicht irre. Diese in Riga. Riga ist Lettland, stimmt das? Ja, weiß ich nicht, aber es stimmt. Und die Letten haben ja auch jetzt den Euro und da haben sie das so breit in den Medien getreten, ne, dass zum Beispiel, dass Lettland da ja so gut rauskommt und alles schön einhält an Kriterien, die sie da umsetzen müssen, weil zum Beispiel die haben 20% weniger Einkünfte, 20% weniger Unterstützung für die Leute, 20% weniger Pensionen für die Rentner und aber die Preise sind gleich hoch und so nach dem Motto, ja, da sollte sich Griechenland mal ein Beispiel nehmen. Müssen sie nicht. Wieso nicht? Müssen sie nicht. Also Griechenland kann doch genauso gut, wenn sie jetzt sagen, sie wissen es besser, ne? Sie wollen, mein Griechenland hat ja schon große Einschnitte. Ja. Da ist ja alles kurz und klein gehauen worden. Natürlich nicht an der richtigen Stelle. Ne? Also da sind aber auch Stellen teilweise, wo man nicht rankommt. Jetzt, wenn du da große Reichtümer besteuern willst, die Leute mit der Yacht und so. Natürlich wurden nur die kleinen Leute, da wurde rangegangen und da kann man schon nicht mehr weiter. Kann sein. Denn kann man jetzt nicht noch sagen, na, wir müssen da jetzt auch noch weiter runterziehen, noch mehr die Renten einkürzen. Sogar ihren Fernsehsender haben sie irgendwie abgeschaltet und dafür einen Ersatzsender. Das sind alles Eingriffe, nur um den Euro da zu erhalten, die einfach nicht sein müssen. Ne? Und es macht für mich auch so den Eindruck, dass man das auch gar nicht will. Klar wird man in Griechenland immer schauen, was können wir da noch rausschlagen, aber letzten Endes wäre es für alle Beteiligten besser, wirklich der Grexit. Griechenland steigt aus dem Euro aus, von mir aus auch aus der EU. Und ich wäre sogar dafür, dass man das für jedes Land absolut offen lässt, da rauszukommen, weil für viele ist es wirklich besser. Wir hatten mal ein gutes Konstrukt in Europa, das war die Europäische Gemeinschaft oder die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ja. Was jetzt EU ist, ist einfach Schrott. Das ist Schrott. Bereitet mehr Schaden. Europäische, was mit der Montanunion begonnen hat, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und später die EG, sagen wir mal so bis zum Jahr 1993, bis Maastricht, war alles super. Ne, hat der Wirtschaft geholfen, hat auch Frieden geschaffen in Europa, was ja heute immer so als Beispiel gebracht wird.
Ja, und jetzt haben wir ja mit der EU, die es ja eigentlich seit 93 so gibt als Wort, und aber erst wirklich so richtig seit 2008, haben wir, was ich da sehe, ist alles Unfrieden. Ne? Na, und warum denkst du, dass das so getragen wird, zum Beispiel von den führenden Politikern? Oder die sich dem beugen, diesen... Habe ich mich auch lange gefragt, aber das ist so, stell dir vor, du bist Politiker. Ne? Na, so offensichtlich ist. Ja, stell dir vor, du bist Politiker, ja. Stehst in einer Tradition von, weiß ich, Nachkriegs-Europäern. Würdest du nicht brechen, ja? Ne? Da würde man... Und du arbeitest noch drauf hin. Du bist eigentlich schon längst übers Ziel hinausgeschossen. Du, alles, ne, wir waren bis zu einem Punkt, war alles super. Vielleicht auch eine Nummer zu groß teilweise, war. Zu groß und die Leute zu unterschiedlich, die Wirtschaften zu unterschiedlich. Und ich bin lieber dafür, dass es verschiedene Leute, verschiedene Sachen gibt als ein großes Ganzes. Und das muss man halt, und wenn du aber Politiker bist, ne, machst du da weiter, machst du mit den Euro weiter. Haben sie groß geplant und ja, das muss jetzt kommen. Und dort geht es dann voran, irgendwann... Aber wenn du so Multikulti unter eine Kappe kriegst, unter so einem Euro rum, dann unterbindest du auch viel Korruption und Vetternwirtschaft und viel kriminelle, wirtschaftliche Kriminalität wird dadurch, könnte man dadurch reglementieren. Ich glaube, das steigt eher dann. Sicher? Ja, je größer der Apparat wird, desto anfälliger ist er dafür. Desto anfälliger? Ja. China, ne? Alles, ja, genau, China, genau. Alles einheitlich, genau. Alles Plan, ne? Planwirtschaft, und die haben da eine Vetternwirtschaft, ne? Wenn du jetzt kleine Elemente hast, da kannst du eventuell das Nachbarelement vor solchen Sachen noch schützen. Aber nicht, wenn du da so einen großen, verzweigten Apparat hast, dann geht das schwer. Ja, also sollte man insofern Griechenland doch lieber denn sein Ding machen lassen. Und wenn man da so ein einzelnes hübsches Land hat, ne, vielleicht, und die Leute fahren da im Urlaub oder so und nehmen was mit, da kann man, für jemand, der das sein eigenes Ding macht, von denen kann man vielleicht mehr lernen, als wenn du alles gleich machst. Weil wenn du alles gleich machst, da lernst du dann nichts das mehr. Das war doch der Zustand vorher. Das war der Zustand vorher, ja. Naja, gut. Und also vor 93 noch so. Aber wir müssen noch zu einer Weltgemeinschaft sowieso zusammenwachsen, früher oder später. Klappt genauso wenig. Muss aber ja sein. Klappt. Kann ja gar nicht anders sein. Kann ja gar nicht anders sein. Ich glaube, das sind die Utopien der Leute, die sowas glauben, machen zu müssen, ne? Es kann ja nicht anders sein. Alles wurde bisher immer mehr zu so einer Weltgemeinschaft, zu so einer, man ist heutzutage Weltbürger quasi. Warum sollte dieser Trend auf einmal sich umkehren oder stillstehen bleiben? Weil die Welt so ist. Nimm nur zum Beispiel. Das kann doch gar nicht sein. Nimm nur zum Beispiel das Römische Reich. Ja. Ne, war auch relativ fortschrittlich für die Zeit, hat gut auf mehr oder weniger kriegerischem Weg sich alles angeeignet. Sein System, ne, dort überall bis immer größer wurde, weil du brauchst dir für die Weltgemeinschaft, musst du ja alles gleich von einem zentralen Punkt, Weltparlament oder so. Und die einzelnen Interessen, die geraten immer weiter zurück, weil du kennst ja das mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Ne? Du kannst nicht mehr individuell sein, sondern du musst dann halt dich immer mehr unterordnen. Das ist Sozialismus par excellence dann. Das stimmt. Immer kleiner. Stell dir vor, 7, dann später haben wir mal 8 Milliarden, 9 Milliarden, 10 Milliarden Menschen, was davon übrig bleibt. Das ist genau die Keimzelle dann, wo, selbst wenn man das machen würde, wieder alles zusammenbricht, weil irgendwo in diesem System, wie bei Atom, Uran, angereichertes Uran, so, kritische Masse, bricht alles auseinander. Den ganzen Meeresraum besiedeln, unterm Meer und dann auch den Weltraum, also die Planeten um die Erde herum oder auch den erdnahen Gürtel kann auch alles besiedelt werden. Na gut, bis wir den Weltraum besiedeln, soweit sind wir noch lange nicht. Mars-Mission bemannte ist schon in 3 oder weiß ich wie Jahren. Ja, da weiß man aber, dass die Leute da nicht... Kann sein, dass deine Enkel oder schon auf dem Mars oder so. In 3 Jahre ist sie noch nicht, ne? Die ist jetzt erst 2000, Anfang 20er. 25 oder irgendwann 24, das ist noch 10 Jahre hin. Ja, aber du weißt schon, wie ich es meine. Ja. Ich meine, ich bin der Meinung, dass du hast ja recht, was du sagst. Das stimmt ja auch. Aber trotzdem, auch wenn Rom untergeht dann und sich das zersplittert in kulturelle Einzelgruppen, ist ja die Menschen trotzdem weiter zusammengewachsen. Zum Beispiel jetzt letztens erst übers Internet oder so, verstehst du? Also dieses Zusammenwachsen, ne, geht ja trotzdem weiter, auch wenn mal ein Großreich zusammenfällt. Genauso wie der EU, auch wenn die EU einen holprigen Weg jetzt vor sich hat, wird es trotzdem Zusammenwachsen der Menschen geben. Aber das machen wir ja sowieso, das machen wir ja schon seit... Sowieso, so oder so. Das machen wir seit 5000 Jahren, ne? Das machen wir schon seit wir existieren, machen wir das schon. Seitdem nicht erst seit 5000 Jahren.
Ja gut, also die zivilisierte, ja, sagen wir mal, diese größere zivilisierte Weltgemeinschaft, die gibt es so seit 5000. Vor 10.000 Jahren, da war das noch ein bisschen alles so in den Höhlen drin. Ich kann mich an Literatur erinnern, da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es schon vor 30 bis 6 Millionen Jahren schon Menschen gab auf der Erde. Das ist ein bisschen weit her. Aber haben sie bewiesen mit Fundstücken und mit einer Theorie. Waren aber noch die Vorfälle, das war der Homo sapiens, nicht der Sapiens sapiens. Die waren uns nicht so weit unterlegen in ihrer. Das war der Neandertaler auch nicht, aber trotzdem wollte ich nicht von der Gemeinschaft reden. Die waren ja noch genauso sein, dass es nach diesen Menschen vor diesem wieder eine Zurückentwicklung gab. Gibt es ja manchmal. Höhlenkinderbeispiel. Also das gibt es sowieso. Es muss nicht sein, dass vor dem Neandertaler niemals irgendwo Lebewesen auf einem höheren gesellschaftlichen und geistigen Stand waren als vor dem als der Neandertaler. Na gut, in der Archäologie hat man nie was gefunden. Musst du mal die einschlägigen Filme, die man. Wer weiß, was du schon wieder für Filme gesehen hast, ja? Das ist denn richtig. Das ist dann schon interessant. So. Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Bei. Hab ich jetzt auch vergessen. Hau doch mal Musik drin hier. Hau doch mal Musik. Wir haben ja sowieso nicht mehr lange. Ja. Ich kann ja. Florence in the Machine, ist das dein Song? Oder sehe ich das hier falsch? Guck mal hier. Nee, das ist noch von einer Sendung davor. Das sind ganz alte Zeiten. Vom Römischen Reich noch. Hätte mich auch gewundert. Von einer anderen Menschengesellschaft ist das. Oh, jetzt hätte ich was gedrückt. Auto-Adjustment. Ja. Menü-Exit. Exit. Ja, ist ja kein Touchscreen mehr. Weiß ich jedes Mal. Kannst aber ruhig weiter drauf rumdrücken, ne? Vielleicht kommt dir ja noch der blendende Gedanke. Security draußen. Ja. Die haben schon warten, schon vor der Tür. Ja. Wissen ja nicht, was wir jetzt schon wieder gemacht haben. Nö. Ach, das ist so. Da wird jetzt fotografiert, glaube ich, auch gerade. Sieht gut aus, ne? Ach, ist ja kein Security ist. Nee. Dieser Mix. Bus kann nur Amerika. Mach doch mal hier einen ordentlichen Spruch hier. Ja, jetzt machen wir einen ordentlichen Spruch zur Verabschiedung. Also zum einen nochmal, ne, als Quintessenz, wenn Griechenland seinen selbstständigen Weg finden würde, wäre das schön beispielhaft auch für andere, weil da haben wir mehr, glaube ich, Gemeinschaft denn, als wenn man alles irgendwie in einem Topf packt, das zum einen. Zum zweiten hören wir uns wieder in 14 Tagen und hören Sie auch mal rein bei Sunset City, 24 Stunden live, sunsetnetwork.us/sunsetcity. Ansonsten die Radioboutique wieder in 14 Tagen, wie gesagt, zu finden auf Facebook unter facebook.com/radioboutique. Und jetzt nochmal zum Mitschreien. Zum Mitschreien. So, erzähl du doch nochmal. Komm. Das war kurilüssisch. Du wirst schon wieder ausfallend. Ja, muss ich doch. So, ja, nächste Sendung, wie gesagt, fällt nicht aus. Wir haben jetzt Buscando Amerika. Wir verabschieden uns bis in 14 Tagen dann persönlich. Machen Sie es gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao. Und jetzt kommt noch ein beispielhafter Titel zur Thematik. Pleite. Hier sind Depeche Mode mit Everything Counts.